Instrument. Instrument ist ein Werkzeug. Instrument ist ein Musikinstrument, also etwas, womit man Musik macht. Handwerker haben ihre Instrumente, ihr Werkzeug. Und im Allgemeinen kann man immer sehen, es gibt verschiedene Instrumente, Werkzeuge, die man braucht und hat. Im Yoga wird gesagt, dass der Körper das äußere Instrument ist, Bahirkarana, und der Geist das innere Instrument ist, also die menschliche Psyche, bestehend aus Chitta, dem Unterbewusstsein, Manas, dem einfachen Denken und Fühlen, Ahamkara, der Ichmacher, das Ego, und Buddhi, die Vernunft und Urteilskraft. Diese zusammen machen Antakarana, das innere Instrument, aus. Und es hilft zu erkennen, ich bin das unsterbliche Selbst. Ich habe Körper und Psyche als meine Instrumente. Körper als äußeres Instrument, Psyche als inneres Instrument. Ich bin nicht der Körper. Ich nutze den Körper, um meine Aufgaben in dieser Welt zu erfüllen. Ich nutze den Körper, um Erfahrungen zu machen. Ich bin auch nicht die Psyche. Die Psyche ist mein inneres Instrument. Auch hier wiederum, über die Psyche drücke ich mich aus, mache ich Erfahrungen, lerne und wachse.